Ich wurde gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen pansexuell und bisexuell? In der Theorie ist das eigentlich ganz leicht erklärt. Pan bedeutet alles oder umfassend, bedeutet also, wer pansexuell ist, kann sich theoretisch zu allen Menschen hingezogen fühlen. Bi hingegen bedeutet zwei, also hier gemeint Mann und Frau, männlich-weiblich, bedeutet also, wer bisexuell ist, fühlt sich angezogen von Männern und Frauen. Eine Person, die also beispielsweise sich als nicht binär identifiziert, wäre hier nicht eingeschlossen. In der Realität ist das jetzt aber ein bisschen komplexer. Man muss nämlich bedenken, dass der Begriff bisexuell viel älter bzw. länger populär ist als der Begriff pansexuell. So habe ich persönlich beispielsweise schon von Menschen gehört, die sich vor 15, 20 Jahren als bisexuell geoutet haben, weil der Begriff pansexuell einfach wie noch gar nicht existierte in der Lebenswelt dieser Personen. Das heißt, diese Personen sagen heute, ja, ich will mich quasi nicht nochmal outen oder ich will mein Outing nicht anpassen. Das habe ich zum Beispiel schon mal gehört. Dann gibt es Quellen, die sagen, bi und pansexuell kann man wirklich synonym benutzen, was in meinen Augen aber eigentlich nicht ganz richtig ist, wenn man eben an die Theorie denkt, die ich vorhin genannt habe. Ihr seht, es ist komplex. Es gibt auch noch andere Gründe, wieso sich jemand pan- oder bisexuell nennt. Hier möchte ich aber ganz klar das an euch weitergeben, falls ihr bi- oder pansexuell seid oder jemanden kennt. Er leitet es sehr gerne weiter oder schreibt eben sehr, sehr, sehr gerne in die Kommentare, warum ihr euch als bisexuell bezeichnet beispielsweise und eben nicht als pansexuell. Wieso ihr diese Unterscheidung macht, was für euch die Gründe sind. Das würde mich wirklich sehr interessieren, deswegen ab in die Kommentare damit.